Ja, hallo und willkommen zurück bei GTA Online. Wir sind jetzt PCs komische Ziegenstahlkorb beigetreten und werden jetzt irgendwie paar coole Brüche machen, andere Korps töten und wahrscheinlich selbst ordentlich auf die Fresse kriegen. Ja, sieht ja schon mal gut aus, vielleicht kriegen wir es jetzt ja besser. Die sehen auf alle Fälle schon mal ziemlich gut aus, das stimmt. Ja. So, dann nochmal Spezialfrage. Wo war das jetzt nochmal? Zack, so, dann holen wir jetzt nochmal die drei Kisten. Aber wir fangen mal kleiner an. Nach dem Fiasko das letzte Mal. Ich werde noch arm bei der ganzen Sache hier. Ich dachte, du hast so viel Geld. Hast du es neulich nicht noch erwähnt? Nö, so. 300.000. Spezialfracht kaufen. Hole den Schmuck ab, dann machen wir das mal. Yeah, get the jewelry. So, bin dann gespannt, ob er uns wieder ein cooles Auto spawnt. Ja, ich guck mal, was haben wir denn Schönes. Und nicht vergessen, ne, Waffen gleich auspacken, denn wir sind jetzt hier höchst riskant unterwegs. Ja, wir sind riskant, ja. Ein Drama wieder am Steuer. Ich kann, glaube ich, nur die Stretch spawnen, okay. Ja, die Stretch-Limo ist für den Arsch, dann holen wir uns lieber was anderes. Hier steht doch was. Zu spät. Ja, da steht unser Dings noch. Sehr gut. Der Mercedes ist noch da. Na gut, oder wir nehmen den halt. Wer möchte fahren? Ich nicht. Ich habe umsonst $200 ausgegeben. Ich möchte auch nicht fahren. Dann den Schiff können wir auch nicht fahren lassen. It's there for taking. Get it and bring it. Ich komme nicht vorwärts. Nein, was ist da los? Durchdreherei halt. So, go, go. Wohin denn? Müsste angezeigt werden, oder? Hol den Schmuck ab. Nächstes Mal. Ich bin unzufrieden mit der Sitzposition des Chefs. Ich glaube, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ach. Nee, das erwartet ja keiner. Die schießen ja erst auf dich. Genau. Ach so, ich bin der Lokführer. Du bist halt der. Ja. Das ist nämlich voll clever. Ja, da ist auch gut was los auf dem Server. Na, das könnte lustig werden. Schlechte Neuigkeit, irgendwer hat nicht dicht gehalten, unsere Ware liegt jetzt in einem Sicherheitstransport. Im Polizeigewahrsam. Vielleicht können sie ja nett fragen. Alles klar, wir sollen also nett fragen. Hm, Lama, nicht schießen. Glaub. Ach man. Na gut. Man fragt mit Kugeln. Was? Also soll ich doch mit Kugeln fragen? Ja, mit Morcherie und Rocher und sowas. Er fragt mit Kugeln. Oh, weißt du, auf was ich jetzt so richtig Lust hätte? Auf Kugeln. Raffaello. Auf einen Mad Eagle. Du bist ein Genie. Okay. Björn, manchmal liebe ich dich. Das ist ja ekelhaft. Ja. Ah, hallo. Können wir da nett fragen? Hi. Ah. Oh. Okay, ich hab nett gefragt. Okay. Alles frei. Gut. Habt ihr's? Ja. Yep. Ich fahr euch nach. Muss ich nur starten. Ich gebe euch noch ein bisschen Feuerschutz und ich fahr euch danach. Na dann, go, go, go. Ich fahr so schnell es geht. Hm? Achtung, der Sender hat das Signal über die ganze Karte gesendet. Die Lader-Spezialfracht ist jetzt für alle Spieler. Oh Gott. Jetzt müssen wir halt gucken. Boah. Alter Falter. Ah, oh, Nähe zum CCO, ja. Ich hol wieder auf. Okay, ich bin jetzt hinter euch. Ich versuche ein bisschen abzudrängen. Nein! Schön. Er hat mich abgedrängt. Wieso drängt er mich ab? Weiß nicht. Läuft. Ja, doch, sollte passen, ja. War die nächste, Mist. Du verwirrst das Navi, das ist eine ganz kluge Taktik. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Ich kann ja mal gerade gucken. Soll ich mal gerade ausfahren? Ja. Hui! Monster Jump! Oh, der war. Nein! War nicht so gut. Na gut, er steht wieder. Wow, nein. Wow. Ja. Oh! Lava! Ja, ihr wisst doch, ich muss an euch dranbleiben. Ja, du willst ja nur 200 RP haben. Mhm. Natürlich. Ja, das sieht aber gut aus. Jetzt gleich rechts und dann nochmal links und dann haben wir's. Gott, das verwirrt mich ganz. Da weiß ich nicht mehr, was ich wählen soll. Rechts!
Links. Genau. Nein. Super. Wer fährt? Ich glaube, ich fahr's nächste Mal. Glaube ich wirklich. Ja, schüttel die Cops ab. Shit. Nee, ja. Ihr wisst, dass das gerade eben die Polizei ist, ne? Wo ihr seid. Also nur mal so als Info. Genau, da hoch. Okay, warte. Wo fahrt ihr denn hin? Ja, wir haben einen Stern. Solange wir einen Stern haben, können wir sowieso nirgendwo hinfahren. Ja? Das weiß ich nicht. Ja, er zeigt mir auf jeden Fall nichts an. Und eben für einen Moment hat er wieder angezeigt. Ach so, bei mir zeigt er an. Ich glaube, ihr könnt ins Lager fahren, soweit ich weiß. Und wenn, dann versuchen wir halt beim Lager loszuwerden. Nochmal links. Das war ein Baum. Ja, ja. Ist, So, dann da oben drauf. Genau, und dann einfach da drüber. Und da hinten, wenn wir dann hinten die Brücke runterfahren. Weil, wie gesagt, ich sehe es nicht. Ja, ja, genau. Ach so, okay. Du musst mich leiten. Ich dachte, du hast auch einen Wegpunkt. Nee. Ja, gut, nee, dann geradeaus, Stück hinter dem Waffengeschäft ist es. Ein Stück hinter dem Waffengeschäft. So, jetzt rechts und genau, sehr schön, da drauf dann parken. Ich hänge. Ja, in einem Pfosten. Immer noch. Du bist ein Pfosten. Rechts, rechts, nee, zurück. Rechts. Hast du eigentlich drei Waren gemacht oder nur eine? Zwei. Jetzt rechts noch ein Stück, also quasi da in diese, in diesen Vor... Ja, 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 noch, rechts, rechts, rechts. Ja, ah, genau, da. Jetzt hat es mir angezeigt, sehr schön. Sehr gut. Erfolg! Also läuft das doch. Geld! Ja. Wow, und richtig massig RP. Ja. Allein durch die Nähe zum CEO. Wieso habe ich Schwierigkeiten mit CEO? Wir nehmen hast Kosten, so viel Respekt davor und deshalb bist du... Ja. So. Hast du was gesagt? Komm, so, derzeit nicht vom Chef. Das müssen wir später nach Feierabend klären. Ah, jetzt könnten wir hier aber noch mal ein paar uns hier zusammen suchen. Ich stecke mich. 2 von 16, da können wir jetzt hier direkt mal die große Ladung machen. Die Missionsschwierigkeit ist niedriger, wenn du kleinere Ladungen verkaufst, okay? Habt ihr Kreislaufprobleme? Nee, ich würde es nicht verkaufen, weil du am Ende mehr Gewinn machst, wenn du. Genau. Dann geben wir uns jetzt nochmal eine. Alle raus aus dem Lagerhaus. Oh, alle raus. Der Chef wieder. Ja. Oh, warte, ich muss erstmal Geld einzahlen. Schalte die Bestie aus. Habe ich jetzt eigentlich Geld gekriegt? Stimmt. Ah ja. Du kannst dich nicht einfach so offen hinstellen, Mann. Gibt Leute, die wollen dich töten. Ach, was. Oh. Da, guck, da haben wir hier unsere rote Knautschkarre. Na gut. So. Du kriegen wir gleich wieder einen Stern. Rang erhöht, Entscheidungsträger. Gummi. Ich hätte schwören können, dass ich schon mal Rang 73 war. Ich glaube, ich muss meine eigenen LPs mal sehen, um das zu überprüfen. Ja. Wie generiere ich Views? Genau. Selber gucken. Genau. Nein, um fair zu sein, also ich bin aber im Moment tatsächlich die beste Watchtime ever. Ja, bei mir geht's jetzt. Ich habe tatsächlich mal mir jetzt spaßhalber die YouTube-Dinger durchgeschaut gehabt. Also die YouTube-Statistiken so von den Jahren verglichen, seit ich angefangen habe. Und es ist ganz interessant, so von 2013 auf 2014 ist es ziemlich stark angestiegen. Und seitdem stagniert es mehr oder weniger. Aber gut, wie gesagt, das war halt dann auch quasi von null auf nix. Oder von null auf ein paar hundert Abonnenten dann. Oder 100 irgendwas. Bin sehr stolz auf die über 200 jetzt tatsächlich. Ja. Das darf man auch sein. Ich hätte es nicht gedacht. Ja, hätte ich damals auch nicht. Aber so langsam fühlt es sich ja dann. Oh, ein Satz, den ich 2046 sagen werde. Mhm. Wieso, was ist 2046? Dann habe ich vielleicht die 200. Ja. Was sagt denn Social Blade, wenn du die hast? Social Blade sagt, dass ich leider verarmt bin.
Sowohl geistig als auch Social Media technisch. Wo fährst du denn hin? Ich hatte geguckt, ob ich es oder versucht es ohne Karte zu machen, aber jetzt gucke ich doch nochmal auf die Karte. Ja. Weil du leider den Orientierungssinn eines Rebhuhns hast. Einer Ziege. Ich glaube, Ziegen können sich recht gut orientieren, oder? Ja, ja. Und du so an die Bergziegen immer dem, dem Gras nach. Immer wenn du denkst, eine Pisi kann jetzt nicht tiefer den Spruch bringen, er tut's. Da stehst du, da siehst du eine Bergziege, die sich offensichtlich verlaufen hat. Ja. Und offensichtlich, das sieht man denen ja auch an, die gucken halt immer so Fragen mit so einer Karte. Ey, der hat uns nicht eingeladen. Oh, jetzt. Jetzt, ja. Ja, ich muss das ja auch erstmal noch auswählen. Mitten auf dem Berg. Genau. Hast du so eine Karte in der Hand, handgezeichnete und guckt halt fragend um sich. Hallo Schnuppi. Piepsch. Wo muss ich denn da hin? Hey Lady, hast du einen Snack für mich? Darf ich an deinen Milchtüten saugen? Hm. Alter. Ja, ein Happy Hippo Snack. Ja, genau. So, dann machen wir jetzt mal ganz gewagt 3 Kisten. Könnte hart werden. Ja, ich hoffe, dass es nichts ist mit Helikopter, weil das nervt wie Arsch. So. 3 Sekunden Cooldown. Zockt ihr jetzt noch eine Runde, oder was? Ach, schön. Guck mal, das ist die Merkel-Raute, ne? Ja, das stimmt. Ja, nicht ganz. Es ist ihr Umfang. Das ist der Umfang meines Fallos. Der Merkel-Umfang. Siehst du, das ist der Unterschied zwischen Drama und allen anderen Menschen. Normale Menschen deuten es einfach an. Und der Zuschauer darf sich dann selber das auffüllen. Und Vorschlaghammer-Methode halt. Naja, genau. Ich kenne ja eure Zuschauer, ne? Also da muss man auch was für die geistig minder bemittelten machen. Oh. Ja. Ich distanziere mich hier direkt deutlich. Nein, Quatsch. Hat sie gerade deine Assistentin gerade Bitch gesagt? Was? Wahrscheinlich zu Lama. Zu Recht übrigens, wie ich anmerken möchte. Zu Lama und zu Recht. Genau. Ihr zu beiden. Böse. Guck mal, da hinten ist ein Auto. Ich habe es auch diesmal ohne Auto. Es wird ja eh nicht genutzt von euch. Es kostet mich nur unnötig Geld. Ja, das stimmt. Aber hier ist eine Limousine für euch. Die Lieferung ist im Anflug. Wo ist unser Fahrer? Hier. Wo? Sitzt doch in der Limousine. Wo denn? Da. Hier. Ach da, die ist noch immer existent? Krass. Ja, ja. Dass ich als Mitarbeiter immer hinten sitzen darf, ist es zu schön. Ja, ja. Ja, die ganzen Drinks sind halt nach vorne gekarrt worden. Ach so. Ja. Und ich habe nähere Nähe zum CEO. Ja. Mehr Nimm deine Hand da weg. Aber du magst es doch. Ja, aber nicht, wenn jemand zuschaut. Ich bin im... Dann machen wir die Klappe in der Mitte zu. Genau. Klassiker. Lama verläuft bestimmt da hinten. Halt dir mal die Ohren zu, Lama. Oh, könnt ihr die Trennwand bitte wegfahren? Hör mal bitte weg. Ah, die Trennwand ist ja glücklicherweise oben. Sehr gut. Ja. Oh, den CEO fahren bringt 600 RP. Ja, ja, genau. Das bringt. Oh, das nächste Mal fahre ich dich. Nee. Aber das hinter uns ist ein Heli? Ich glaube, der dreht ab. Der dreht ab, ja. Hm, vielleicht auch nicht. Das ist der Heli, glaube ich, der das abwirft. Wir sollen das per Luftpostgedöns annehmen. Ich sehe es ja schon kommen. Chef, Sie müssen aufhören zu rauchen, das hört sich Wir müssen den wahrscheinlich abschießen. Gehe ich von aus, ja. Sollten wir nicht ein schnelleres Fahrzeug nehmen? Boah, der geht doch. Wir haben doch Zeit. Wir haben tatsächlich Zeit. Als Gentleman fährt man immer... Genau. Fährt man mit einer Limo-Flasche durch die Gegend. Genau. Na gut. Wenn ihr das so sagt. Ich glaube, die Einfahrt ist ein bisschen... Ja. Kann man mal machen. Und nicht vergessen, Waffen raus. Signalfackel. Hab ich eine Signalfackel? Ich habe keine Ahnung. Signalfackeln? Ja, ich habe eine Signalfackel.
Ah, da. Guck mal. Muss ich die jetzt auch nehmen? Wo ist die? Flup. Nö, passt. Wart, bis die Kisten gelandet sind. Vielleicht gehe ich mal in Deckung. Ach so, da. Ah, hier hatten wir doch mal ein Deathmatch, oder? Könnte sein, ja. Du hast gut ausgeleuchtet. Oh ja, erstmal unter Dach gehen. Ach du meine Güte, eins ist da irgendwo hinten gelandet. Ah ja, da haben wir was. Kiste. Wo ist denn das? Da hinten auch noch. Ja, die müssen, glaube ich, alle jetzt mal die da hinten. Ja gut, dann, wenn die da oben gelandet ist, wäre ungünstig. Ich denke, die ist davor gelandet. Ah ja, da ist sie, okay. Ich höre ein Auto. Ich habe eine. Naja, das war ich eben. Gut. Habt dann sollen wir vielleicht jetzt nicht die Limousine nehmen zum Zurückfahren. Nee, hier ist ein schönes Autochen. Leider ja, ein Cabrio. Ach nee, dahinter ist was Schönes. Kisten Moment. Habt ihr alle eingesammelt? Jo. Jo. Ich komme damit mal rum. Dann gehe ich jetzt mal stilgerecht nach hinten. Ist noch Platz? Oder ja, ist ja. Es nur zwei Sätze? Ja, ja, natürlich. Na gut, so viel Land, so okay. Ich gehe stilgerecht nach hinten. Wow. Das ist so ein Mutti-Auto. Ich weiß nicht, ob ich hier mitfahren will. Ja, gut. Das ist in Ordnung. Das ist ein Ford Kia. Jetzt als CEO-Aktion Lama aus dem Auto schmeißen. Flup, ja. So. Aus dem Auto treten. Genau. Sie wurden gekündigt. Da unten sind, glaube ich, Spieler, wenn Sie mich nicht alles täuscht. Sie kriegen keinen goldenen Fallschirm, sondern den goldenen Arschtritt. Weiß auch nicht, ob die auf der... Ich guck mal gerade auf die Karte, wie weit die weg sind. Da wartet... Könnte sein, dass einer auf uns wartet. Wo? Gleich hinter der Kurve. Das sind zwei. Okay. Durchfahren? Sind die ein und dasselbe CEO? Fahr weiter, Ding, ja. Was? Ich weiß es nicht. Also dann haben die gleiche Farbe. Ja, gucken rüber. Noch machen sie nix. Gut. Nee, die stehen da einfach nur rum. Okay, also gut. Noch. Wundert mich, dass es jetzt echt so problemlos ging. Mhm. Ich hätte gedacht, es gibt wieder Stress. Aber das hat was wie bei Altis Life, wenn du dann irgendwie eine Runde Drogen geholt hast. Ja. Und dann halt zu dem Drogenhändler gefahren bist. Da sind wir nämlich einmal richtig böse weggeballert worden. Wir haben halt schon gedacht, zuerst mal so, oh scheiße, ein Heli. Dann sagt, gut, dann fahren wir zu dem anderen Drogenhändler. Und dann so, ah, der fliegt weiter, da wird schon nichts passiert sein. Und da haben wir nämlich gerade das Geld gemacht. In dem Moment kam halt dann von hinten irgendwie ein Heli und drei Autos aus dem Gebüsch rausgefahren. Und es haben dann irgendwie so knapp 10 Leute mit Maschinenpistolen angegriffen. Es war, also ich fand es ziemlich cool. Die anderen haben sich ein bisschen drüber aufgeregt. Aber. Habt ihr denn eigentlich Arma 3? Ja. Nee. Ach, schade. Es wundert mich, dass du das jetzt nicht hast. War das noch in keinem Bundle? Nee, ich glaube tatsächlich noch nicht, nee. Krass. Rang erhöht ein Forster. Rangerhöhung. Und Nähe zum CC. CC. Ich weiß nicht, also da, wenn wir noch eine Gruppe kriegen würden, das wäre ultra cool. Ja. Das, weiß nicht, wir haben es irgendwie vor einem Jahr, anderthalb, haben wir es relativ ausgiebig gespielt gehabt, so für 2-3 Monate und jetzt die letzte Zeit, dann hat es aber auch eingeschlafen. Und ich habe jetzt mit einem ehemaligen Klassenkameraden mal, also wirklich das Arma 3 dann mal zwischendurch mal gespielt für so, aber auch so für 2-3 Runden. Wie komme ich jetzt zum Chefbüro? Warte, ich markiere mal. Lagerhaus, Lamat, Bekleidungschef, Tuningwerkstatt, Tattoo, Friseur. Ja, markier mal. Da liest du das große orangene Gebäude. Genau. Ja, aber dann müsste ich auf die Karte gucken und so Scheiß. Die Karte? Oh mein Gott. Ihr seid mit dem Lama unterwegs. Die morgen mit davor. Lamas würden nicht Auto fahren können. Ja, ja. An diejenigen, die jetzt die Anspielung nicht kennen, guckt mal ASDF Lama. Ich überlege, ob ich es reinschneide. Ach, ja. Schönen dezenten Hinweis. Aber ich glaube, wenn du es reinschneidest, kriegst du bestimmt wieder irgendwelche Probleme mit Urheberrecht und so Scheiß. Das kann gut sein, ja. Oh,
Obwohl, solange es nicht gesperrt wird, ist mir das ja relativ egal. Sollen sie meinetwegen Werbung drauf schalten? So, Kinder, aufhören zu spielen, wir haben ja Arbeit. Ja, Chef. Verrichten. Wo ich habe mal gesehen, mein Tutorial wieder mittlerweile schon 4000 Aufrufe. Das ist ein bisschen durch die Decke gegangen. Ja, Tutorial. Das ist gut. Ja, ja, das. Good to see you, Boss. Gibt's ihn eigentlich noch? Gibt's noch Sammy Slimani? Sagt mir nichts. Achso, der Herr Tutorial. Herr Tutorial. Ja, das war Sammy Slimani. Ah ja, okay. Kenne ich, glaube ich, auch nur, weil den Gronkh irgendwann mal am Anfang von Minecraft erwähnt hatte oder so. Was? Aber auch nie selber geschaut. Den müsstest du doch zumindest dann kennen von oh, scheiße. Böhmermann, wie heißt der Show nochmal? Na, auf alle Fälle von dem Video von Böhmermann halt. Ah ja, okay. Wo er ihn kaputt schlägt. Mit dem Baseballschläger. Was sagt eigentlich die Zeit bei unserer Folge? 20 Minuten. Sollen wir noch eine? Da würde ich jetzt aber hier tatsächlich beenden und dann müssen wir das andere in die nächste Folge legen. Das können wir natürlich auch machen. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Tschüss. Ciao. Tschüss.